Heute stricken wir das Lochmuster in unserem Rundpassenpullover Kersenieliebe. Hallo, ihr Lieben, ich bin's mal wieder, eure Bianca vom Wollhaus Team. Ja, wir sind immer noch bei unserem Karl mit bei unserem Rundpassen Karl Kersenieliebe. Und zwar geht es um einmal dieses Lochmuster. Das möchte ich euch heute zeigen. Ich bin nämlich jetzt so weit, dass ich wieder eine Reihe oder dass ich wieder das Lochmuster stricken kann. Und da habe ich mir gedacht, weil es doch mehrere Anfragen gab. Wir, Nicola und ich, hatten das zwar erzählt, wie das gemacht wird, aber es waren doch so kleine Schwierigkeiten und da habe ich mir gedacht, ich mache euch ein ganz kurzes Video dazu, wie wir einmal dieses Muster hier reinbringen. Was nehme ich für Wolle? Ich habe einmal als Hauptfarbe die Riot Decay. Die ist so, so schön. Ich bin wirklich, wirklich, wirklich begeistert. Also, das ist die Riot Double Knit, also Riot Decay von King Cole. Dieses ist die Farbe Teal. Ganz kurz zu den Daten. 100 Gramm haben 194 Meter, also schöne, schöne große Lauflänge hat die. 30% Wolle, 70% Premium-Acrylat, das Ganze 40 Grad waschbar. Und dann haben wir noch für unser Lochmuster, da benutzen wir die Luxury Merino, auch von King Cole. Hier habe ich auch die Farbe Teal. Und zwar sind das 50 Gramm Knäule, 140 laufende Meter und wir haben 100% Merino Super Wash. So, das dazu. Ich habe hier auch schon meine Ärmel abgetrennt, bin schon beim Rumpf, muss einmal gerade drehen. Alles einmal ein bisschen sortieren hier. So, es gibt auch da wirklich keine Faustformel, wo wir das Lochmuster reinbringen. Es gibt, also ich mache es immer bei dieser Farbe. Ihr seht, die sind auch fast identisch. Immer wenn diese Farbe kommt hier, da fange ich an mit dem Lochmuster. Und ihr seht, ich bin jetzt hier auch schon so weit. Hier, das ist jetzt hier meine Farbe von der Riot. Da bin ich jetzt angekommen und werde jetzt die Luxury Merino dazu nehmen. Ich muss jetzt auch ein neues Knäuel anfangen. Und wir stricken eine Runde in rechter Maschen. Also nur rechte Maschen mit der Luxury Merino. Ups, der hat sich jetzt hier gerade etwas verkeilt. Zack. Also ich stricke jetzt eine Runde in rechter Maschen. So, hier vorne wieder angekommen. Jetzt stricken wir einfach zwei Maschen rechts zusammen und machen einen Umschlag. Zwei Maschen rechts zusammenstricken, einen Umschlag und das die ganze Runde lang. Falls ihr das hört da draußen, ich weiß nicht, die machen bei uns hier vor der Haustür wird die ganze Straße neu gemacht und es ist so, die fangen wirklich schon um 17:45 an. Und mein Mann und ich, wir haben Urlaub. Das ist so herrlich. Da wird der ganze Asphalt abgetragen. Jetzt hört man wieder das Gebrumme. Der ganze Asphalt wird abgetragen, neu gemacht. Also mit Ausschlafen ist hier gar nichts. Muss ich jetzt mal, weil das wirklich unheimlich. Ich habe hier die Fenster alle zu und das ist so laut. Es ist teilweise, dass das ganze Haus am Beben ist. Also herrlich, herrlich. Also wir stricken trotzdem munter weiter mit
zwei Maschen rechts zusammen, einen Umschlag. So, weiter geht es. Einfach alle Maschen rechts, auch den Umschlag, nur rechts stricken, einmal Reihe rum und danach stricken wir noch einmal eine Runde in rechter Maschen oben drüber. Ja, und das war's schon. Das ist eigentlich schon das ganze Muster. Also eine Reihe rechts, dann zwei Maschen rechts zusammen, ein Umschlag und zwei, ich sag mal rein, wir stricken in Runden. Und dann nochmal zwei Runden in rechter Maschen oben drüber. Ja. Und danach wechsle ich wieder den Faden, danach stricke ich wieder mit der Riot weiter. Also immer nur das Lochmuster mit der Luxury Merino. Und ach, ihr hört es, also das ist wirklich, das ganze Haus ist am Wackeln. Ach, der Wahnsinn. Ja, wie gesagt, das war's schon wieder von mir. Das war wirklich nur ein ganz, ganz kurzes Video. Und zwar ging es wirklich darum, dass manche gefragt haben oder gesagt haben, die kommen damit nicht zurecht, so wie wir das mündlich erklärt haben. Deswegen hier noch einmal mein kleines Video. Ja, wie immer freuen wir uns natürlich über das Däumchen nach oben. Das bringt uns wirklich immer unheimlich weiter, wenn wir ein Däumchen von euch bekommen. Schreibt auch gerne unten in die Kommentare, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt. Sei es ach, zu der Wolle, sei es zu dem Kersenil-Pullover oder. Wir beantworten euch das wirklich sehr gerne. Das Abo dürft ihr natürlich auch nicht vergessen. Und die Glocke, die müsst ihr einmal drücken. Dann verpasst ihr keins von den nächsten Videos. So, dann habt viel Freude mit den Kersenil-Pullover. Tschüss, eure Bianca vom Wollaus-Team. Thank you.